Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. X-Rex ist krasser Name, hat mir eine Uhr geschickt. Ich soll die doch mal auspacken, ausprobieren und vielleicht gefällt sie mir, ja. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ja, natürlich auch in meiner Farbe, gibt es in Blau, Weiß und Rot. Das ist natürlich in so ein Rot gehalten. Ne? Blau wird jetzt nicht so passen und Weiß halt auch nicht, finde ich ganz cool. Wir werden die jetzt mal auspacken, legen wir mal los. Ja, zuerst schauen wir uns wie immer die Verpackung an. Ich sehe gerade, die passt gerade eben so aufs Kameradisplay bei mir. Das heißt, ihr seht sie auch so gerade eben. Aber ist ja völlig ausreichend. Wir haben jetzt hier einmal, ja, das ist einfach eine Digitaluhr, die hier gezeichnet mit dem Wochentag und Temperatur in Fahrenheit und hier halt 12-Stunden-System. Aber das kann man auch umstellen. Da steht nämlich hier, dass man Celsius und Fahrenheit umstellen kann, dass man auch 12- und 24-Stunden-Modus umstellen kann. Eine Batterie-Speicherfunktion, das heißt, da kann man mit Batterien die Uhrzeit unterstützen, wenn mal der Strom ausfällt und der Strom wieder angeht, dann bleibt die Uhrzeit noch da. Temperaturanzeige, Kalender, irgendwie Datum oder das zu einem gewissen Zeitpunkt immer gespeichert wird, wie warm es ist, für 7 Tage. Ein Countdown und ein Timer, Count-up und Down-Timer, das heißt irgendwie, dass man positiv und negativ einen Timer stellen kann. Und Dual Use Desktop oder Wall Clock, das heißt für den Tisch oder für die Wand. Und der Tag wird euch noch angezeigt und man hat noch eine Sons-Funktion. Ich weiß nicht, was das ist, aber gut, schauen wir uns das mal gleich genauer an. Das wollte ich schon einfach aufmachen. Wir sehen jetzt hier nochmal die Farben. Blau, Rot und Weiß ist ja, von X-Rex. Steht auch hier vorne nochmal drauf geschrieben. X-Rex. Krasser Name. Schauen wir mal einfach rein. Ich habe jetzt nicht hier so viel Tamtam, ist nur eine Uhr. Aber vielleicht eine coole Uhr. Ist auf jeden Fall doppelt und dreifach eingepackt. Wir haben hier erstmal eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung für eine Uhr. Okay, schauen wir mal rein. Ob Batterien dabei sind oder nicht, sieht aber eher nicht danach aus. Schieben wir hier so auf und es sind Batterien drin. Okay, cool, nehme ich zurück. Es sind kleine Batterien, diese AAA-Batterien. Und die Fernbedienung funktioniert mit Infrarot. Okay, das ist auch immer eine nützliche Information. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel von SwitchBot einen Hub Mini habt, dann könnt ihr auch irgendwelche Geräte anlernen mit der Speicherung von Infrarotsignalen. Schaut da einfach mal nach, dann könnt ihr das sogar über Smart Home steuern. Okay, auf der Fernbedienung haben wir jetzt so einige Tasten. Da haben wir laut und leise. Ich dachte, das ist eine Uhr, hell und dunkel. Stunde, Minute, Sekunde. Fahrenheit 24 Stunden. Enter, Timer, Exit. Set, Alarm Set, Timer Set und On und Off für das Licht. Okay, das ist krass viel für eine Uhr. Was haben wir hier? Achso, das Netzteil mit 2 Meter Kabellänge ungefähr, also 1,995 Meter Kabel soll das sein. Das habe ich diesmal nachgelesen, weil ich muss ja auch vorher gucken, ob das an meine Wand passt. Ich habe das gar nicht nachgemessen. Werden wir mal sehen. Ja, dann kommt jetzt erstmal die Kiste weg. Und dann haben wir jetzt hier an sich die Uhr. Ja, das nenne ich doch mal schlau gemacht. Man hat endlich mal eine Schablone dabei für eine Uhr. Hier muss man nämlich, wenn man sie an die Wand befestigen möchte, die Löcher bohren. Das ist schon sehr schlau durchdacht, sind 27,5 cm, dann seid ihr mittig von diesen Öffnungen. Ja, mega. Eine Anleitung. Schauen wir mal nach, was für Sprachen. Das haben sie natürlich cool designt. Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Dänisch. Ja, das ist doch schon mal cool, aber kein Chinesisch. Die meistgesprochene Sprache, aber gut. Wir haben jetzt hier erstmal eine Übersicht, wie das Ding überhaupt funktionieren soll. Ganz cool gemacht und wahrscheinlich auch, wie wir sie einstellen müssen. Weil wir sie jetzt ausprobieren, werden wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen. Was wir als erstes machen müssen, das ist natürlich, haben wir hier so die Folie. Die machen wir jetzt erstmal hier runter und sehen dann hier ein schönes Hochglanzpanel. Wow, bestimmt für Fingernägel ambitioniert. Wir können hier erkennen, dass hier ein Infrarotempfänger drin ist. So ein kleiner Kasten sticht hier hervor. Auf der Rückseite
haben wir die Möglichkeit, hier Batterien einzusetzen. Die sind natürlich auch schon dabei. Das finde ich gut. Okay, dann haben wir hier ein Power-In. Da kommt der Stecker gleich rein. Und dann haben wir hier so eine Öffnung, da muss das rein. Hier haben wir den Temperatursensor liegen. Okay, der ist jetzt nicht im Gerät, sondern außerhalb. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber das Ding ist eigentlich an der Wand. Hier ist irgendwie eine Öffnung für einen Lautsprecher. Sieht zumindest so aus. Oder Feuchtigkeitsmesser. Ich kann es euch nicht sagen. Ich denke mal, das wird ein Feuchtigkeitsmesser sein. Denn das hier ein Temperaturfühler ist. Der sieht auf jeden Fall so aus wie ein Temperaturfühler. Und hier haben wir einen Lautsprecher verbaut. Dann haben wir hier allerhand Tasten. Snooze, Set, 24 Stunden AC, bla bla. Celsius Fahrenheit, Alarm, Set, Timer. Das Kabel kann man einmal so um die Ecke hier führen. Oder von unten halt auch in das Gehäuse. Batterien sind hier auch kleiner. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier einen Standfuß auszuklappen, wenn wir das dann hinstellen wollen. Schauen wir uns auch mal an, wie das aussieht gleich. Jetzt müssen wir erstmal die Schnur hier entwirren und dann schalten wir die einfach mal an. Und ja, ich bin mal gespannt, ob mich so eine Uhr auch überzeugen kann. Keine Ahnung. Ja, das Netzteil riecht ganz normal. Ist nur für den Innenbereich mit TÜV-Siegel, GS-Logo, CE und sonstige Klamotten. 9 Volt, 1 Ampere, ist an sich ganz okay, Folie ist hier auch noch drum, die müssen wir natürlich entfernen, das heißt, wenn die Uhr ein bisschen Strom zieht, ich weiß nicht wie viel, aber viel kann es jetzt auch nicht sein, damit das hier nicht anfängt zu stinken, muss man sowas halt immer abmachen. Ja, dann machen wir mal das Kabel auseinander und wir sehen Spannweite 2 Meter ungefähr, also hängt noch ein bisschen durch, führen das hier rein. Dann muss man das Kabel hier einstecken. Zack. Und dann einfach hier so durchführen. Deckel drauf. Und jetzt drehen wir die Geschichte wieder um. Haben schon die ersten Fingerabdrücke auf dem Bildschirm. Aber ist nicht schlimm. Können wir gleich putzen. Okay, die ist echt krass. Sieht schön aus. Gefällt mir. Und sieht aus, als ob das draufgedruckt wäre. Aber es ist schön am Leuchten. 17 Grad, Donnerstag, 12.01 Uhr. Okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Uhrzeit einstellen. Müssen wir mal schauen, wie das geht. Wir können 8 Sprachen auswählen. Drücken Sie die Set-Taste auf der Rückseite. ENG blinkt und bedeutet Englisch. Ein Plus und Minus für die gesetzte Sprache. Okay, also Set drücken. Bis das blinkt und dann Plus und Minus für die gewünschte Sprache. Dänisch, Essen, Alter, Schwede, alle Sprachen da drin. Und dann gehe ich wieder auf Set, dann ist das auf Deutsch. Ah, und dann haben wir hier das Datum. Okay, Set, erklärt sich eigentlich von selber. Set, dann haben wir hier den Monat, und natürlich April. Heute haben wir nämlich den schönen Tag, wo es hier überall schneit. Und dann einfach Datum. Wir haben heute den 2. April, wir haben heute aber keinen Freitag, Set. Die Uhrzeit ist 10.27 Uhr. Cool wäre gewesen, wenn das jetzt auch noch Funk gewesen wäre. Sage ich ganz ehrlich, weil ich bin da immer so faul. Set. Ah, wir haben heute keinen Freitag. Also ich würde ja schon gerne... Weil heute haben wir Samstag, wir haben auch wirklich den 2.4. Ich glaube, ich habe einfach was falsch gemacht. Wir müssen jetzt nochmal Set drücken, dann nochmal Set und wir haben 2022, da ist nämlich der Fehler. Guten Morgen und dann haben wir hier Samstag auch stehen. Das sieht eigentlich geil aus. Jetzt haben wir hier diese Fernbedienung und jo, schauen wir mal nach, was wir hier so machen können. Wir können es ein- und ausschalten, wenn es stimmt. Wie cool ist das denn? Das heißt, willst du deine Ruhe haben, machst du einfach das Licht aus. Dann kann man das ja auch hell und dunkel machen. Krasser Scheiß. Ist schon eine schöne Spielerei. Das muss man sagen. Celsius und Fahrenheit. 18 Grad, 64 Fahrenheit. Was kann man denn hier mit der Lautstärke? Da Ding hat auch noch einen eingebauten Gong. Krass.
Okay, wir werden das Ding jetzt einfach mal hinstellen und schauen uns das mal an, wie das aussieht. Bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach den Stecker rausziehen und dann probieren wir mal aus, ob das Ding auch wirklich die Uhrzeit speichert. Ich stelle das jetzt hier oben auf mein Regal und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn das da steht und ob die Uhrzeit auch wirklich da ist. Keine Ahnung, bin ich skeptisch. Ich stelle jetzt die Kamera anders hin und dann schauen wir mal nach, wie das da oben aussieht. So, als allererstes, was ich natürlich immer brauche, das ist eine Stromquelle. Ich muss jetzt mal die Schnur irgendwie hier so entwirren. Keine Ahnung, was das hier passt. Ja, die Uhr einmal hier rüber und dann können wir, ja, das Netzteil wird ein bisschen warm. Das ist Tatsache. Also die Folie auf jeden Fall entfernen und dann stecken wir das mal hier rein. Wir haben jetzt, passt, kann man machen. Funktioniert astrein, sieht jetzt auch nicht schlecht aus, wenn ich jetzt hier so stehen habe. Ganz schön. Wahrscheinlich ein guter Staubmagnet. Das wird wahrscheinlich der große Nachteil sein. Sehe ich jetzt schon, dass sich der Staub dort sammelt. Aber das lässt sich bei schwarzen Dingen einfach nicht vermeiden. Aber da mal eine krasse Farbe. Ist der Staub eigentlich grau, weiß oder schwarz? Das ist ein Rätsel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alexa, schließe Vorhang rechts. So, und jetzt gucke ich da drauf. Verschaukeln kann ich nicht alleine, Kollege. Ja, doch, sie muss sich erhellt haben. Ja, cooler Scheiß, ey. Das ist doch mal eine geile Sache. Gefällt mir auf jeden Fall. Zeigt das Datum an, den Wochentag. Einen Wecker kann man stellen, Timer kann man stellen. Sieht schön aus, also für welche, die jetzt sagen, so, dieses Design gefällt mir, ist das auf jeden Fall eine coole Uhr. Und ganz schön ist, dass es mit einem Netzteil funktioniert und nicht mit Batterien. Batterien sind zur Erhaltung da. Das finde ich ganz cool. Und dass man die Helligkeit anpassen kann und das ganze Zeug hier auch noch mit steuern kann, finde ich schön. Und dass man generell einfach sagen kann, so, sei dunkel, finde ich schön. Theoretisch könnte man da auch noch eine Steckdose dran machen, die man ein- und ausschalten kann, smart gesteuert. Das Ding speichert einfach die Uhrzeit. Eigentlich würde ich diese Uhr gerne aufhängen. Problem ist einfach, dass das Kabel für mich doch ein bisschen zu kurz ist. Ich glaube, ich lasse sie irgendwo einfach stehen. Dekorativ sieht sie sehr schön aus. Für jemanden, der sagt, das passt farblich so ins Konzept oder in Blau oder in Weiß, ist das auf jeden Fall eine interessante, schöne Wahl. Also gefällt mir. Aber für mich ist das Kabel doch noch ein bisschen zu kurz. Es müsste noch mal einen Meter länger sein. Dann könnte ich das über einen Türrahmen anbringen, weil meine Steckdose, die da in der Nähe ist, viel zu weit unten ist, da wo die Steckdosen halt immer sind. Ja, sehr schade. Trotzdem eine schöne Uhr. Gefällt mir. Das Anbringen ist keine Hexerei. Einfach hier, wo das Kreuz ist, ein Nagel und da und dann oder eine Schraube, je nachdem, was halt besser ist bei euch. Und dann kann man das Ding dann anbringen. 27,5 cm ist der Lochabstand. Das ist immer sehr interessant zu wissen, wenn ihr die irgendwo kauft und das mal fehlen sollte. Schöne Uhr, gefällt mir. Größe, ja, ist auf jeden Fall anständig für eine Uhr. Gefällt mir. Wenn dir das Video auch gefällt oder die Uhr, Link ist dazu in der Videobeschreibung und einen Daumen nach oben findest du da unten auch, den du mir dafür geben kannst. Ich danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch keins meiner Videos und da bin ich mal gespannt, was ich aus China denn noch so alles bekomme. Geile Sache. Bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, euer Björn.